Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die Frage aller Fragen. Was ist besser, iPhone oder Samsung? Aber bevor ich die Frage beantworte, Freunde, unterstützt meine Arbeit mit einem Abo. Hier kommen täglich unterhaltsame und nice Tech-Videos. So, was ist nun besser, iPhone oder Samsung? Die Antwort ist, keins von beiden. Nokia ist immer noch das beste Smartphone, was es gibt. Okay. Nee, Spaß beiseite, Freunde. Die Antwort lautet beide Smartphones. Jetzt werden bestimmt wieder die Apple- und Samsung-Fanboys in den Kommentaren miteinander diskutieren. Es ist so, beide Smartphones haben ihre Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile werden wir uns heute angucken. Samsung ist ein sehr innovatives Unternehmen. Es ist riesig und hat sehr, sehr viele Produkte anzubieten. Auch außerhalb von Smartphones und Tech. Sie sind sogar im Militärbereich tätig. Weil sie so vielfältig sind, haben sie auch echt viele nice Tech-Produkte im Angebot. Wie zum Beispiel das Galaxy Fold 2, das Z Flip, das Note, die S-Serie, die A-Serie und so weiter. Man sieht, dass Samsung eine Vielzahl von Variationen anbietet. Und wenn mal ein Produkt doch nicht so ist, wie es sich Samsung vorgestellt hat, wie zum Beispiel das S20, naja, dann können sie sich das leisten und es zum Beispiel mit der Note-Serie verbessern. Den Punkt, den ich hier machen will, ist, dass Samsung viel flexibler ist als Apple. Samsung kann sich Fehler leisten und dadurch sich weiterentwickeln. Apple kann zum Beispiel sowas nicht. Apple bringt Produkte raus, die sehr durchdacht und vollständig sind. Ein iPhone ist mit sehr viel Liebe gemacht, deswegen hat auch das iPhone 12 keine 120 Hertz, weil dadurch der Akku sehr belastet wurde, aber theoretisch wäre es möglich. Das Design, die Software und das allgemeine Erlebnis ist halt super. Aber es gibt auch Ausnahmen, wo Apple richtig verkackt hat, wie zum Beispiel die Mac Pro Rollen. Für über 400 Euro hatten die noch nicht mal eine Bremsfunktion. Falls euch das interessiert, ich habe dazu ein Video gemacht, das findet ihr hier oben rechts. Außerdem sind Samsung Geräte bei dem Punkt Preis-Leistungs-Verhältnis viel besser als Apple Geräte. Das ist der einzige Kritikpunkt meinerseits, nämlich dass die Preise verdammt hoch sind und auch immer bleiben. Das Note 20 Ultra hingegen kostet momentan ca. 850 Euro und das ist das Beste, was Samsung momentan anbietet. Wohingegen das Beste von Apple, nämlich das iPhone 12 Pro Max, über 1200 Euro kostet. Außer bei den Preisen sind beide Smartphone-Hersteller echt nice und man kann bei keinem etwas falsch machen. Für die, die es interessiert, was ich denn für ein Gerät habe, ich sag's euch. Ich habe das Note 20 Ultra. Jetzt fragen sich bestimmt einige, wieso? Naja, es ist ganz easy, der Preis hat bei mir gestimmt. Wenn das iPhone 12 Pro Max genauso viel gekostet hätte, würde ich mir höchstwahrscheinlich das iPhone 12 Pro Max holen. So, was kann man sich aus diesem Video nehmen? Also, beide Smartphone-Hersteller sind echt nice. Nur weil man iPhone mehr mag, heißt es nicht, dass Samsung schlechter ist. Und auch andersrum. So, das war's mit dem Video, Freunde. Hier habe ich noch zwei Videos für euch, wo ich detailliert auf die Vor- und Nachteile von iPhone eingehe. Checkt das Video ab, falls ihr vorhabt, euch ein iPhone zu kaufen. Aber das war's mit dem Video. Lasst ein Like und Kommentar da. Das war's. Tschüss.